Aber selbstverständlich gehört diese Anforderung trotz der Theriotes, der Schweinereien, der Zumutungen, der Demütigungen, der jetzt gehörst du der Katz, mein Liebchen, entweder zu denen zu gehören, die diese Schweinereien gerne vertilgen und sich zu Gemüte führen. Gaudiamus igitur. Oder eben zu diesen Fleischeskostverächtern, die angewidert die Mundwinkel und anderes verziehen.